Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe die Samstagsspiele prognostiziert, es ist eine Konferenz dabei entstanden. Tut mir leid, dass ich das Freitagsspiel, das Topspiel und die Montagsspiele nicht gemacht habe, aber das hätte zeitlich leider nicht hingehauen. Ich bin wieder einigermaßen fit, deswegen gibt es jetzt auch die Konferenz. Ich danke euch ganz herzlich fürs Reinschalten und wünsche auch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz. Am 32. Spieltag, 5 Partien hier, haben wir sie im Überblick, werden heute um 15.30 Uhr angepfiffen. Wir ehren den Meister, der FC Bayern München ist zu Gast bei Mainz 05. Für die Mainzer ist es ein lockeres Auslaufen in dieser Saison. Tabellenmittelfeld steht da zu Buche als extrem schwache Auswärtsmannschaft, aber gute Heimmannschaft steht man eben ganz gesichert da. Aber hat auch keine weiteren Ambitionen nach oben. Der FC Bayern München spielt hier dennoch als Favorit auf, will sich als Meister auch gut präsentieren. Aber Mainz, wie gesagt, zu Hause könnten sie was reißen. Station Nummer 2 in Stuttgart und hier ist es deutlich spannender, deutlich packender, vor allem ja für den VfB. Sie sind momentan Tabellen 16. 2 Punkte, lediglich Vorsprung auf Bielefeld an Platz 17. Die Hertha hat 32 Punkte, also 4 mehr als der VfB Stuttgart. Die Niederlage der Schwaben am Sonntagabend tat richtig weh, das war kein guter Auftritt. Das ist die Elf, die den VfB Stuttgart heute zum Sieg schießen soll. Das dann auch soweit die Eindrücke von hier. Wolfsburg ist quasi gerettet, deswegen konzentrieren wir uns eher auf den VfB. Und bei Borussia Dortmund ist die Stimmung ja auf einem anderen Level natürlich gedrückt als beim VfB, aber auch nicht richtig überragend. Ja, man ist wieder Tabellenzweiter. Das ist auch nach wie vor eine starke Spielzeit vom BVB und trotzdem hätte man sich da irgendwie nochmal anderes erhofft aus der eigenen Perspektive. Heute aber zumindest mal ein kleines Derby zu Gast der VfL Bochum. Die Gäste müssen zumindest theoretisch noch nach unten schauen, aber im Prinzip ist die Sache für sie auch gegessen. Hier die letzten Eindrücke von der Startelf der Gastgeber und dann schauen wir ja ganz, ganz tief in den Keller nach Bielefeld. Arminia Bielefeld hat heute eine große Chance und das ist vor allem die Hertha nochmal tief unten mit reinzuziehen, sogar möglicherweise auf einen direkten Abstiegsplatz nach 34 Spieltagen zu schubsen, aber die Hertha hat sich gefangen unter Felix Magath. Zuletzt der Sieg gegen den VfB Stuttgart, also Nerven haben sie auch bewiesen, gute Nerven vor allem. Arminia Bielefeld seit etlichen Wochen, seit Monaten ohne einen Sieg und richtig viel spricht nicht für sie. Und trotzdem, offen dürfte es trotzdem werden, die Hertha würde sich mit einem Punkt sicherlich glücklicher schätzen, aber das ist Zukunftsmusik, wir springen weiter. Und landen in Augsburg, unserer fünften Station. Wohlfühl-Oase wäre sicherlich zu viel gesagt, der FC Augsburg wird aber ziemlich sicher auch nächstes Jahr noch Bundesliga spielen. Der erste FC Köln wird das zu 100%, aber vielleicht werden sie sogar europäisch spielen. Die Möglichkeiten sind da und deswegen will der erste FC Köln unbedingt gewinnen, aber Augsburg auch mit einem Sieg den Klassenerhalt auch rechnerisch festmachen. Wir starten rein, der FC Augsburg im ersten Durchgang in den roten Trikots von links nach rechts, Köln in ganz weiß, wie gewohnt, und direkt mal auf dem Weg nach vorne über die rechte Seite, aber erstmal ein kleiner Fehler. Der FC Augsburg hat sich auch stabil gezeigt. Der Auswärtssieg in Bochum hat dann den Klassenerhalt quasi Tor in Mainz festgemacht und wir haben das erste Tor in der Konferenz und zwar in Mainz.
0:1, die frühe Führung für den FC Bayern München. Fünfte Spielminute, Robert Lewandowski markiert den Treffer. Wird sich wahrscheinlich nicht mehr seinen eigenen Rekord aus der Vorsaison schnappen können. Trotzdem jedes Tor drauf stimmt ihn glücklich und die Münchner Bayern sowieso. Der Ball im 5-Meter-Raum quergelegt und der Pole steht da, wo er zu stehen hat. Die kalte Dusche für Mainz jetzt hier, die gab es letzte Woche auch gegen Wolfsburg bei der Klatsche und jetzt hier wieder so ein Fehler, Lewandowski. 0:2, wenn er so weitermacht, dann revidiere ich das vielleicht nochmal mit dem eigenen Rekord. Also Wahnsinn. Mainz präsentiert sich wie in Wolfsburg, so ist es richtig rum. Defensiv ist das katastrophal und so darfst du gegen den FC Bayern München nicht reinstarten. 0:2 nach 7 Minuten, es lagen keine 2 Minuten zwischen diesen beiden Treffern. Wow, Mainz muss sich erstmal warm anziehen. Und hier in Stuttgart müssen sich die Gastgeber vor allem warm anziehen. Die Wölfe, sie spielen zwischen Genie und Wahnsinn. Da sind dann mal Heimsiege gegen Bielefeld mit einem 4:0 drin oder ein 5:0 gegen Mainz. Aber auswärts verliert man dann gerne mal haushoch, zum Beispiel gegen den BVB zuletzt unter Beweis gestellt. Ja, und nun hat der VfL Wolfsburg dennoch quasi den Klassenerhalt sicher. Der VfB Stuttgart, er muss noch um diesen bangen. Und wie er bangen muss. Und wahrscheinlich muss Stuttgart sogar noch Punkte machen, um zumindest die Relegation sicher zu haben. Arminia Bielefeld wird auch nochmal versuchen, etwas Punktetechnisches hinzubekommen. Aber es ist, wie wir hier sehen, auch in der Anfangsphase eine zerfahrene Partie. Es geht zwar schon hin und her, aber es ist unsauber, unordentlich gespielt, ohne wirklich was zählerisch dabei rauszubekommen. Knappe Viertelstunde schon von der Uhr. Wolfsburg über Kruse mit diesem Eckball. Kruse legt zu Gerhard. Und zumindest mal die erste Torannäherung. Ärgert er sich. Gerhard, ja, kann er eigentlich besser mit seinem linken Fuß. Die Stimmung ist trotzdem gut. Das Haus ist voll. Stuttgart hat die Fans im Rücken. Steht hier 0:0. Wir gehen nach Bielefeld. Wo auch die Gäste erstmal den besseren Eindruck machen. Arminia Bielefeld extrem gestresst, extrem nervös. Das müssen sie auch sein. Die Formkurve könnte nicht weiter nach unten zeigen. Bei der Hertha ist es ja jetzt tatsächlich zuletzt, wie schon angesprochen, etwas vorwärts und nach oben gegangen. Jetzt aber trotzdem mal Bielefeld. Serra kommt nicht durch. Okugawa. Und Lotka hält. Immerhin die erste Annäherung. Das die ersten Eindrücke von hier. 0:0. Ab nach Dortmund. Wo es ein offenes Spiel ist bis dahin. Und Bochum kommt über Osterhage und Gerrit Holtmann. Der hat auf der linken Seite viel Platz, bringt die Flanke und da ist das Tor. Elvis Rexbischei mit dem 0:1. 23. Spielminute, das geht schon in Ordnung, dieses Tor. Der BVB lässt hier ein offenes Spiel zu, das heißt nach vorne geht was, aber nach hinten ist es ja luftig frisch, wie man das bei Dortmund immer mal wieder sieht. Da zeigten sie ja zum Beispiel gegen den FC Bayern zwei ganz verschiedene Halbzeiten. Der erste Durchgang, da waren sie nicht so wirklich mit auf dem Feld. Im zweiten Abschnitt waren sie dann ja zumindest über gewisse Spielzeiten ebenbürtig. Und jetzt fangen sie sich hier zu Hause das 0:1 von Elvis Rexbischei und mit einem Sieg der Bochumer würde dann für die Gäste auch die theoretische Gefahr verschwinden, noch abzusteigen. Auch wenn das
ohnehin relativ unwahrscheinlich ist. Wie wird Dortmund darauf reagieren? Zu Hause haben sie ja noch jede Hausaufgabe eigentlich erledigt, aber jetzt kassieren sie hier fast das 0:2. Riesenchance. Wieder Rex Bescheid, das muss eigentlich das 0:2 sein. So steht's nur 0:1. Glück für Dortmund. Dann schauen wir mal wieder in der Fuggerstadt vorbei. Oben rechts haben wir kurz die Ergebnisse im Überblick. Der 1. FC Köln ist ja die aktivere Mannschaft. Ut zu Kainz raus. Die Flanke ist nicht schlecht. Ljubicic aber mit dem etwas zu ungefährlichen Kopfball. Gikiewicz hat den Ball. Drischt ihn nach vorne. Und jetzt gibt es mal eine Kontersituation. Starker Ball raus zu Daniel Caligiuri. Der dreht sich, das dauert zu lange, stark verteidigt auch von Hector und es geht direkt in die andere Richtung. Also es geht tatsächlich gut auf und ab auf diesem Rasen. Das forciert Baumgart, das will er sehen, schnell nach vorne, aber wir warten noch ein bisschen so auf die guten Abschlüsse, die bis dahin noch auf sich warten lassen. Beide Abwehrreihen stehen aber auch gut, 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Wir wechseln den Platz. Ja, und zwar, weil Dortmund eine exzellente Freistoßposition hat. Rafael Guerreiro, 17 Meter Torentfernung. Guerreiro hebt den Ball rein. Ausgleich, BVB und ein wunderschönes Tor. Den kann man mal so reinsetzen. Ist auch wirklich die perfekte Position. Manch einer würde sagen, zu dicht dran, aber wenn man den so butterweich serviert, dann kann man den aus 17 Metern auch ins Netz bringen. 1:1, also hier der Zwischenstand, wichtig für Dortmund, nochmal vor dem Seitenwechsel das Ganze zu egalisieren. Und Tor in Bielefeld, bitte. Einmal bitte Ruhe, es ist Davy Selke Samstag. 0:1. Markierte schon den Führungstreffer gegen den VfB Stuttgart. Und was wurde er verlacht? Was wurde sich über ihn amüsiert? Und jetzt schießt er mit seinen Treffern eventuell die Hertha zum Klassenerhalt. Und das muss man ihm dann auch lassen. Er liefert hier ab, 40. Minute. Klar, da muss er auch nochmal pushen. Das gehört auch dazu, kann man mögen oder kann man nicht mögen. Er erledigt aber erstmal seine Aufgabe als Stürmer und macht das Tor. Und Bielefeld steht Tor in Augsburg. Ja, vor einer riesengroßen Aufgabe. Tor in Augsburg geht immer vor. 1:0 für den FCA. Michael Gregoritsch bringt Augsburg in Führung. Und den 1. FC Köln, ja, in Erklärungsnot, denn das geht doch zu einfach. Der Ball zwischen beide Innenverteidiger durchgespielt. Gregoritsch läuft und läuft, setzt den Ball auch stark oben ins Eck. Das ist gut gemacht. Schwebe ohne Abwehrchance. Und so steht es kurz vor der Pause, 1:0 für den FCA. Noch keine Tore gefallen, hingegen in Stuttgart. Passiert da noch was? Es wäre wünschenswert, aber es gibt auch eigentlich keine Chancen. Und das muss den Stuttgartern eigentlich Sorge bereiten. Jetzt kommen sie aber nochmal vom Seitenwechsel. Thiago Thomas verliert aber den Ball an Brooks und so sieht das meistens aus. Also wenn sie mal ins vordere Drittel kommen, dann entscheidet der VfL Wolfsburg die Duelle für sich. Und so steht es jetzt eben 0:0. Das würde Wolfsburg deutlich weiterhelfen als dem VfB Stuttgart. Der kann zumindest froh sein, dass Bielefeld hinten liegt. Aber ein bisschen mehr könnte doch nach vorne eigentlich noch gehen in so einem wichtigen Spiel. Jetzt geht's erstmal in die Halbzeit.
Jo, hier haben wir die Halbzeitergebnisse im Überblick. Dortmund Bochum 1-1, Stuttgart Wolfsburg eben gesehen noch 0-0. Mainz liegt 0-2 gegen Bayern hinten. Augsburg führt 1-0 gegen Köln. Bielefeld liegt 0-1 gegen die Hertha zurück. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei Halbzeit 2. Willkommen zurück in der Konferenz. Mainz 05 liegt 0-2 gegen den FC Bayern München hinten. Das muss man den Mainzern dann ja doch lassen nach dieser richtig schwachen Anfangsphase, wo man komplett gepennt hat. Davon konnte man sich jetzt erholen. Der FC Bayern hat aber auch einige Gänge zurückgeschaltet. Das muss man noch dazu sagen. Und geht jetzt auch schon in den Entspannungsmodus. Zumindest war es lange Zeit so im ersten Durchgang. Mainz hat sich aber auch stabilisiert. Kann man auch mal das Positive hervorheben. Aber ansonsten Tor in Dortmund. Doch relativ unentspannt aus Mainzer Sicht. Und jetzt ein Tor in Dortmund. Das ist ziemlich spannend. Spiel gedreht. Julian Brandt mit dem 2-1 für Borussia Dortmund. Die Nummer 19 schlägt zu und wir haben diese wunderbare Kameraeinstellung. Wir drehen uns einmal per Kopf von Reus weitergeleitet. Tor in Bielefeld. Abgezockter Schuss. Brandt macht das 2-1. Tor in Bielefeld. 0-2 und ist das vielleicht schon die entscheidende Pille im Tor von Stefan Ortega. Der kann auch nur die Backen aufpusten. Kevin Prince Boateng hebt den Ball butterweich kurz vor den 5-Meter-Raum. Da steht dann Suat Serdar auch natürlich wiederum zu frei, der in der 52. Minute dann das 2-0 erzielen kann. Und das ist für Arminia Bielefeld ja eine ganz schwere Aufgabe, ist klar. Diese Nachrichten dürften zumindest die Stuttgarter etwas beruhigen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, sollte die Hertha gewinnen, dann ist der Relegationsplatz so gut wie gefestigt. Es sei denn, sie würden hier heute dann nochmal anders auftrumpfen können. Aber der VfL Wolfsburg hat keinerlei Ambition, nach vorne zu spielen. Wenn sie mal vorne angekommen sind, dann wundern sie sich meistens auch, kommt da nichts dabei heraus. Aber gut, sie müssen auch nicht mehr machen. Sie haben das Mindestziel so gut wie erreicht und das ist dann eben doch der Klassenerhalt und der VfB Stuttgart würde alles dafür tun, in der Lage von Wolfsburg zu stecken. Zumindest tabellarisch hier, zumindest gerade mal wieder so eine Halbchance, wenn man es so nennen möchte, in der 58. Spielminute. Wir sehen aber auch, dass es der VfB Stuttgart nicht unfassbar eilig hat. Jetzt gibt es noch einen Wechsel. Lacroix kommt für Roussillon. Lacroix nach Verletzung jetzt langsam dabei wieder aufgebaut zu werden. Roussillon hat sein Ding Tor in Dortmund. Wurde aber auch nicht wirklich viel beschäftigt. Und wir haben das nächste Tor in Dortmund. Zu 1 für den BVB. Jetzt läuft es. Marco Reus völlig alleine gelassen. Leitsch und Bella Kotschap ganz weit auseinander. Das ist für Reus dann eine leichte Sache. Der Captain steht alleine vor Riemann, schiebt ein, macht das 3-1. Das erstmal von hier. Wir geben ab nach Augsburg. Stunde gleich von der Uhr. Der FC Augsburg führt nach wie vor durch den Treffer von Gregoritsch, der kurz vor der Pause gefallen ist. Und Köln tut sich doch schwer. Das muss man sagen. Augsburg auch nicht die Mannschaft, die richtig viel nach vorne mitspielt, sondern eigentlich nur lauert. Und das liegt dem ersten FC Köln nicht ganz so gut. Das
hat man bislang in dieser Saison des Öfteren auch schon erkennen können. Tor in Dortmund. Trotzdem sind sie bemüht. Wir haben den Treffer in Dortmund. Mal wieder. Doppelpack Reus, 4:1. Jetzt geht's für den VfL Bochum aber auch dahin. Eckball von Julian Brandt. Reus per Kopf. Dann muss man sich auch fragen, warum steht da Gamboa überhaupt auf der Linie, wenn er da nicht richtig hoch geht. Riemann kann einem leid tun. Vielleicht ist das auch ein bisschen die Retourkutsche vom BVB aus dem Hinspiel. Das ging 1:1 aus und da war Dortmund extrem bemüht, hat aber gar nichts hinbekommen. Rettete sich da einen Punkt und ist schon Schluss für Haaland. Das ist auch interessant. Dafür kommt Moukoko rein. 4:1 hier, alles klar. Nochmal zurück nach Augsburg. Köln ist dran. Köln versucht es, aber kommt gegen diesen harten Beton einfach nicht an und Augsburg kann kontern. Caligiuri, das sieht aussichtsreich aus. Caligiuri mit ganz viel Platz, zieht in den 16er ein, legt den quer. 2:0 FC Augsburg. Was für ein Konter. 66. Minute, der FC Augsburg erhöht. Das ist richtig gut gemacht. Der FC Augsburg spielt seine Führung exzellent aus und kontert sich zum 2:0. Und das wäre jetzt endgültig der Klassenerhalt und der mögliche Matchwinner Gregoritsch darf das Feld verlassen. 2:0 hier, sieht ziemlich deutlich aus, ähnlich ist es in Mainz. Ja, während unten die Ergebnisse gerade durchlaufen, es ist schon interessant, dass dieses Spiel eigentlich nach 7 Minuten tot war. Hier hat zumindest mal wieder eine Chance, Sentner hält aber. Kimmich aus der zweiten Reihe probiert's. Ja, aber ansonsten ist es ja echt erstaunlich. Es ging denkbar schlecht los für Mainz. Es steht nach 7 Minuten 0:2 und jetzt sind wir mittlerweile in der 70. Minute angekommen. Mainz hat sich seinem Schicksal schon lange ergeben. Nach vorne geht wirklich sehr wenig. Unisivo und Stach gehen. Sané geht auch. Wechsel über Wechsel jetzt. Es ist ein langsames Auslaufen am 32. Spieltag, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Mainz möchte hier noch erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Vielleicht schaffen sie es ja noch, einen Treffer zu erzielen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil der FC Bayern sich auch keinerlei Blöße gibt in der Defensive. Heute fehlerlos, das muss man der Viererkette lassen. Es sieht entschieden aus, wir wechseln. Und in Stuttgart warten wir nach wie vor auf den ersten Treffer. Es steht immer noch 0:0. Wir bewegen uns auf die Schlussviertelstunde zu. Und Marmoush hat die Chance, mal zu kontern. Verschleppt das Tempo, aber ein paar Ausreißer hat er immer mit drin gegen ja, den VfL Wolfsburg. Von dem Verein kommt er im Hinspiel noch einen Elfmeter verschossen, kurios, gelupft und versagt, wenn man so möchte. Aber das Spiel gewannen sie trotzdem. Heute wären 3 Punkte unfassbar wichtig. Aber Wolfsburg traut sich jetzt auch nochmal nach vorne. Sie merken auch, dass der VfB Stuttgart nicht in der allerbesten Verfassung ist. Und heute das, was den VfB ausgemacht hat, auch nicht so zu sehen ist. Das Spiel nach vorne, die Torchancen, die Möglichkeiten, das Spielerische. Jetzt vielleicht Marmoush links raus, ist im 16er und dann legt er sich den Ball viel zu weit vor. Borno muss einfach nur daneben stehen. Und das ist extrem sinnbildlich für diese Partie. Tor in Dortmund. Der Lucky Punch muss langsam her. Nochmal ein Tor in Dortmund, bitte. 5:1 in der 82. Minute. Jude Bellingham macht das Tor, der noch ein bisschen fraglich war, ob er überhaupt spielen würde. Ja, auch das
Das erinnert jetzt wieder ein bisschen an Bochum aus der Hinrunde bei der Klatsche gegen den FC Bayern München. Das ist ja gar nichts mehr in der Gegenwehr. Tut einem auch leid, man hat gut begonnen, man führte 1-0, aber jetzt ist hier alles gegessen. So scheint es auch hier in Bielefeld zu sein. Die Hertha macht den, ja, wohl entscheidenden Schritt und wird, wenn es so bleibt, wie es jetzt steht, mit 6 Punkten Vorsprung ziemlich wahrscheinlich direkt drin bleiben, es sei denn, der VfB Stuttgart haut dann nochmal richtig raus in den letzten beiden Partien. Ist unwahrscheinlich. Tor in Dortmund. Also die Hertha da feiern, Bielefeld, ja, muss vielleicht trauern. Nochmal Tor in Dortmund. Jetzt darf Moukoko auch nochmal in der 88. Minute, macht er das halbe Dutzend voll. Wow. Also das war keine Übertreibung, wie Bochum hier verteidigt, das ist, ja, heftig. Aber vielleicht auch verständlich, die Last fällt langsam ab, weil man sich mit dem Klassenerhalt wohl schon arrangiert hat. Aber so muss man sich auch nicht abschießen lassen. Wir gehen dahin, wo es spannender ist. Und landen nochmal in Stuttgart. Da haben wir hier und da wirklich Tore wie am Fließband. Hier ist es der Krampf, der befürchtete, der erwartete Krampf geworden. Und jetzt gibt es sogar nochmal Ecke für den VfL Wolfsburg. Die Stuttgart-Fans, sie sind da, aber sie wurden heute mal wieder nicht verwöhnt. Und der VfL, ja, hat alle Zeit der Welt. Mit diesem Resultat wären sie dann auch endgültig gerettet. Und es wirkt nicht so, als könnte sich das noch ändern. Nein, es bleibt bei 0:0. Stuttgart tritt auf der Stelle. Das schnuppert ganz stark nach Platz 16 am Ende der Saison. Wolfsburg ist gerettet. In Augsburg läuft es aber noch. Da wollen wir nochmal hinschauen zum Abschluss. Auch nicht mehr lange, muss man zugeben. Auch hier war es mit dem 2:0 gefühlt dann der gezogene Stecker bei Köln. Und so ist es auch. Es bleibt beim 2:0. Hier haben wir die Ergebnisse kurz in der Übersicht. Köln hat wirklich geackert und bemüht, aber es sollte einfach nicht sein. Sie verlieren mit 2:0 bei Augsburg. Die Augsburger dürfen sich damit ein weiteres Jahr auf die Bundesliga freuen. Ist ja auch dann durchaus wieder eine gute Saison gewesen, wenn man das sagen kann, nach dem 32. Spieltag. Das war's aus der Konferenz. Danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie sportlich. Jo, das war's mit der Prognose, mit der Konferenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund und adios.